Was geht, ihr frischen Leute? Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens nach einer ziemlich creepigen Einleitung. Heiße ich euch willkommen bei Tau und Dragon am Abend. Ich wollte morgen sagen, habe aber dann Mabend draus gemacht. Ja, wir überlegen, ob wir das zu einem Format machen. Irgendwann. Mhm. Demnach müssten diese Videos, bevor wir dieses Format erstellen würden, natürlich vorher veröffentlicht werden. Um noch den Schein zu wahren, dass dieses Let's Play hier nicht aktuell hochgeladen wurde. Genau, dass aktuell es nicht aufgenommen wurde, bevor es überhaupt hochgeladen wurde. Ja, dass das hier so Live-Aufnahmen sind. Ich richte mal den Rauschfilter. Dieses Let's Play wurde nicht aufgenommen, bevor es hochgeladen wird. Ja. Sinnvoll. So sinnvoll, wie dass ich letztes Mal die Kiste hier vergessen hab. Des Totenmanns Kiste, also eigentlich die von Harry. Welches war jetzt sein Bett? Ich möchte das genauestens wissen. Ich möchte gucken, ob sich bei ihm irgendwelche vollgekackten Taschentücher befinden. Vollgekackten? Vollgerotzten? Oder meinst du das W-Wort? W wie Wasser? Nein, W wie das, was man auf seine Schuhe, also was man als Alternativ für Schuhcreme benutzt. Aha. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr mit einem fliegenden Auto hier angekommen seid. Stinkbombe! Das hat gerade so in mein Ohr gedröhnt. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich komme hier gar nicht durch. Das hatten wir schon. Gryffindor-Verdienstabzeichen. Verloren! Wo war das nochmal? Es war da! Letztes Mal, genau da! Da hab ich... Verloren! Ach ja, ich hab das vorgelesen, so auf so eine Art und Weise. Verloren! Verloren! Brauchst du nicht nochmal jetzt machen, das wird sonst doof. Ah, meine Augen! Tagsüber können wir hier übrigens nicht rein. Also da können wir rein, aber wir können... Wer liest schon tagsüber? Da ist der Laden von Fritted George halt zu. Wer liest denn auch tagsüber? Seit wann hört sich dieses Porträt, wenn es aufgeht, eigentlich an wie ein gezücktes Schwert? Seit du eine SMS bekommen hast. Ich hoffe, die war nicht wichtig. Irgendwie... hab ich mittlerweile schon fast eine Phobie vor Anrufen. Ich bin auch. Schon... Ich denke irgendwie andauernd, ich werde angerufen, wenn irgendetwas ist. Ich habe auch immer eine Phobie vor Anrufen. Bei dir. So, und deswegen mache ich den Timer jetzt kurz auf Pause oder so. Und geh jetzt, mach jetzt auf Stumm, anstatt mir die Nachricht anzugucken, auch wenn mir die Nummer eh nix sagt. Von... Ach so, es geht ums, das ist meine Trainerin. Aha, Karate oder so. Sport, ja, vom Kampfsport. Weil ich mach Martial Arts nicht, sondern... Ich hab mal Judo Karate gemacht. Und da meinte einer, der kam so auf mich zu und meinte, ich kann Karate! Und dann habe ich ihn irgendwie geschubst und er meinte so, du kannst Judo, das ist die Schwäche von Karate, das ist voll unfair! Da habe ich noch nicht mal Judo gemacht, ich habe den einfach nur geschubst! War das irgendwie der gleiche, der meinte, wenn du deine Brille andersrum auch fasst? Nein, der war selber Brillenträger. Aha. Der jetzt, das dachte mit der Brille Karate. Oder der mit, achso. Der mit dem Karate. Ganz ehrlich, der konnte nix von Karate. Nix. Gar nix. Der wusste auch nicht, was das ist. Weil wenn man ansatzweise von Karate eine Ahnung hätte, dann wüsste... Ich weiß ja nicht, mittlerweile gibt es bestimmt bei Pokémon nicht nur den Kampftyp, sondern den Karate-Typ und den Judo-Typ. Hm. Und da ist bestimmt Judo auch die Schwäche von Karate. Hat zu viel Pokémon gespielt. Du meinst, Karate ist...
Ja, doch, 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 du hast recht, ja. Allgemein zu sagen, das ist die Schwäche von irgendetwas. Das geht bei Kampfsportarten so gar nicht. Das ist für mich schon so Pokémon einfach. Ja. Hutsch wartet sicher auf uns. Mit dem Hutsch, Hutsch, Hutsch. Denn wir gehen nach Hogwarts. Und sind der King auf dem Schulhof. King auf dem Schulhof. Wollte ich gerade eben auch so ansprechen. Denn ich hab eine Stylerbrille. Stylerbrille. Ja, wir haben hier exklusiv Fresh D. Nein, das ist kein Fresh D Nachmache. Das ist einfach nur so Dumbledore. Ja. Das ist Dumbledore in echt. Sitzen geblieben, sitzen geblieben. Wir haben hier den Schauspieler von Dumbledore aus dem Grab geholt. Genau. Der Original. Ich fass immer noch nicht, im vierten Spiel. Ich kann keine Stinkbombe mehr einsammeln, weil ich sonst zu viel davon weil habe. Im vierten Spiel hat doch tatsächlich der echte deutsche Sprecher von Dumbledore Harry Potter gesagt. So richtig, als ob das so mit D geschrieben würde. So richtig. Aha. Harry Potter. So, und hier können wir auch schön in die Klassenzimmer rein. Das finde ich auch ganz nice. Pass auf, sonst vergewaltigt dich diese... Hier ist die Truhe schon offen. Ja, ja, pass auf, diese Rüstung will dich vergenusswurzeln. Und die ist auch schon offen. Pass auf, sonst vergewohltätigt dich die Rüstung. Sie hat schon so komisch gewackelt. Jetzt zeig ihr nicht deinen Arsch. Wenn und du dich drückst, hier dann die ist es zu spät. Alte, klebrige Kaugummis in den Packungen, in den einzelnen Fächern von irgendwelchen Spackos. Haha, du kommst nicht dran, weil die da drunter liegt. Oh, ich esse doch so gern Bohnen, die auf dem Boden lagen. Die sind so schön gesund, ganz im Gegensatz zu frischen. Und die sind erst 3 Jahre abgelaufen. Ja. Das ist ein neuer Rekord. Die letzten, die ich eingesammelt habe, waren 12 Jahre alt. Die waren doch noch viel besser. Die alten. Die hatten eine schöne Kruste. Ja, so eine weiße, ne? Nee. So eine aus Beinen, weil die konnte schon laufen. Da waren ganz viele Dinger dran, die laufen konnten. Bevor sie reingebissen haben und dran kleben geblieben sind. Dann konnten sie nicht mehr laufen. Oh mein Gott, da ist der kopflose Fick. Hallo Nick, was ist los? Ach, eine Angelegenheit ohne Bedeutung. Nur dass Sir, ordentlich geköpfter Hotmore, mich nicht an der Jagd der Kopflosen teilnehmen lässt. Sie nehmen nur Jäger, auf deren Köpfe sich endgültig von ihren Körpern getrennt haben. Das tut mir leid. Keine Sorge, junger Potter. Wie gesagt, eine Angelegenheit ohne Bedeutung. Armes kleines Prinzesschen. Du wolltest wohl sagen, fast kopfloser Fick. Hier können wir auch noch hin. Und hinter dieser Tür... Hinter dir gehen so kleine Funkelsternchen her. Du bist eine Märchenfee. Und hinter dieser Tür ist eigentlich nur ein Raum mit einer Truhe. Wo jetzt wir nicht dran können. Jetzt zauber sie schon auf. Geht nicht, da brauchen wir Incendio für. Aha. Um die Spinnenweben wegzukriegen. Man kann Spinnenweben nicht... Alter, der kann Schalter drücken, Regale wegschieben, alles mit der Hand. Aber Spinnweben wegmachen geht nur mit einem Zauber. Ja klar. Ist das nicht Malfoy? Weide. Wollte er wohl sagen. Ah, Potter. Hab von der Peitschende Weide. Das wäre tragisch, wenn sie dich und Weasley zu Kleinholz verarbeitet hätte. Tja, hätte. Er dachte jetzt echt, das wäre ein guter Spruch gewesen. Ich hab nicht aufgepasst. Nach peitschende Weide habe ich ihm nicht mehr zugehört. Solltest du nicht bei den armen Bedürftigen sein, Potter? Kann sein, dass er denkt, er könne dissen. Ich freue mich schon richtig. Solltest du nicht bei den armen und Bedürftigen sein? Ja, sowas machen berühmte Leute nun mal. Ja. In der ersten Begegnung besiegen. Ah, Potter! Hab von der peitschenden Weide. Ich hab gehört, dass jemand dir eine Stinkbombe ins Gesicht geklatscht hat. Gryffindors ist der Zugang verboten. Alle dürfen... Gryffindors dürfen nicht in den Slytherin-Raum.
alle anderen dürfen da rein, oder was? Ja, auch die Ravenclaws und die Hufflepuffs. Aber Finch. Nein, die hat man einfach nur vergessen. Hallo Harry, lass uns zum Übungsgelände gehen. Wir wollen Madame Hooch doch nicht gleich am ersten Tag verärgern. Also ich schon. Denn ich bin ein Ärgerbold. soll das ein Wort sein? Es soll eine Wortneuschöpfung sein. Ein Neologismus. Genau. Und in 20 Jahren steht das irgendwo auf dem Plakat. Ja, ja, wir können auch intelligentes Geschwafel von uns geben. Wir können auch intelligentes Gebabbel von uns geben. Wir können, aber wir wollen nicht. Also ich zumindest nicht. Weil stupide ist einfach... Warte mal, da. Stupide ist einfach lila. Viel besser. Ja, das ist toll, die anderen sind grau. Möchtest du Bildkarten? Das ist blau, was die anderen haben. Ich tausche Karte 23, Glenda Chittock, gegen 27, Mirabella Plunkett. So eine Streberin. Die Karte habe ich Chittock nicht. Klingt schon irgendwie nach Shit. Wieso hängen eigentlich ein Gryffindor, ein Hufflepuff und ein Slytherin zusammen rum? Weil die Gryffindors und die Slytherins sich nicht ausstehen können. Das ist Spiellogik. Aber so richtig, ne? Und dann gehen wir mal zum Unterricht. Ich meine, wir sind an der Schule, was sollen wir sonst machen? Hier ist noch einer zum Kartentauschen, glaube ich. Hallo Harry, meine Mama hat mir eine Eule geschickt. Ein Paket mit einem neuen Satz Umhänge. Leider hat die Eule es irgendwo auf den Ländereien verloren. Kannst du mir bei der Suche helfen? Nein. Ich weiß, glaube ich, wo das ist und das hole ich mal schnell. Du machst das? Für irgendwelche unbedeutenden Spasten erledigst du jetzt Aufgaben, die mit der Hauptstory nichts zu tun haben? Ja. Ja, da gibt's Punkte für. Schön, dass mein Timer jetzt komplett weg ist. Von wem? Deswegen... Von niemandem? Von den Schülern gibt's Punkte dafür? Nein, die kriegst du einfach irgendwie. Etwa wie Hermine einem auch einfach im ersten Teil Punkte für den Alohomora-Zauber geben konnte. Ich habe zumindest in Erinnerung, dass es hier war. Scheinbar hat meine Erinnerung sich aber derbst getäuscht. Und du bist völlig umsonst diesen Weg, der total langweilig aussah, gegangen, den du jetzt auch wieder zurückgehen darfst, aber da machst du bitte den Vorspuleffekt drauf. Weil es ist wirklich sehr langweilig sonst für die ganzen Zuschauer, die sich das antun müssen, ohne dass hier irgendwas Sinnvolles kommentiert wird. Die werden das wahrscheinlich auch gar nicht mehr verstehen, was wir in diesem Moment erzählen, weil hier wahrscheinlich schon der Spuleffekt eingesetzt sein wird. Ich hoffe, das versteht man noch. Ja, bestimmt. Ja, ja, ja. Schwanz, Arsch, Geburt, Spacken, Witz, Penis. Tahu, warum sagst du solche Sachen? Glaubst du, man würde dich gar nicht verstehen, wenn der Spuleffekt das machen würde? Ich höre mich damit aber ganz unverständlich nicht durch! Das habe ich gehört. Mhm. Muss ich den Spuleffekt auch noch so ausklingen lassen, dass man immer hört, wer was gesagt hat? Nein. Ja, ja, ja. Damit hast du dich jetzt geoutet. Peinliches Schweigen. Ich freue mich auf den Unterricht. Ja, gehen wir rein. Das ist auch das Erste, was ich sage, wenn mich jemand eine Stinkbombe ins Gesicht klatscht. Ich freue mich schon auf den Unterricht. Du freust dich auch nur auf den Unterricht, Ron. Weil es da nicht mehr so stinkt. Weil ich dir dann nicht weiter Stinkbomben in die Phrasen klatschen kann. Und weil es da nicht so stinkt, da kommt er an die frische Luft. Wo er ja eigentlich jetzt auch schon ist.